Ja, weiß ich doch nicht, ob das jetzt witzig wird. Vor allem muss ich jetzt rausfinden, ob der Apothekarius diesmal heilen kann oder nicht. Vor allem, warum Hollow es kann, aber der andere wohl nicht. Oder ich habe das die ganze Zeit falsch gesehen. Als ob die das hier Schulter an Schulter machen. Die strömen einzeln da rein und lassen sich danach wild über den Haufen schießen. What do we know of this place, Tech Priest? Archival data of these coordinates is indecipherable. However, the report from the Augurian is clear. The bloom seeds are below. Our mission is clear. Boah. Da hinten müssen wir hin. Ist aber weit. Kommen wir von da auch dahin? Nö. Sieht nicht so aus. Also, einmal hier hinten rum, bitte. Bis nach da. Und dann? Haben wir ja keinen Zeitdruck hier, ne? Ja, guck mal, da haben wir schon die erste Patrouille. Das ist gut. Das heißt, erstmal alles hier in der Nähe lassen. Damit sie danach hier halt ihren Boden wieder aufgefrischt sein können. Ne? Wir kennen das jetzt ja schon. Das heißt, unser suizidaler Arzt stürmt vor und klärt auf. Jetzt haben die schon solchen Priester dabei. Genau, mutier die erstmal alle. Freuen sie sich. Geschwollenes Fleisch. Ist ihre Rüstung wahrscheinlich, ne? So, die Säule ist eindeutig zu kurz, damit sie was bewirken kann. Das ist schade. Provozieren. Ach, guck mal, ja stimmt, du warst der Tank. Die Frage ist gerade... Boah, ich bin ja immer gern so ein bisschen suizidal veranlagt, ne? Na gut, wir können auch erstmal... Wir gehen jetzt erstmal nach hier, so. Dann ignorieren wir das und schmeißen eine Granate nach da. Schön dazwischen. Ja, dann fällt die Säule in sich ein, ne? Können wir die leider nicht umstoßen. Oder? Oh. Ah, aber sie ist nicht schlecht gefallen, die Säule. Weiß, kein Nahkampf, ich weiß. Aber wir haben jetzt erstmal einen wenigstens weg. Das Problem ist, dass die jetzt halt da durchlaufen müssen, ne? Ist das schlimm? Eigentlich schon, ne? Reicht nicht, bringt die nicht um. Das ist doch nicht für ein Zeichen. Los, lauf da durch. Einmal Abwehrfeuer drauf gepfiffen. Hau den. So ist so schön. So. Nächster Kollege kommt auch mit. Oh, du kannst aber, du bist aber nicht gut im Zuhauen. Ich hätte jetzt mehr von dir erwartet.
Ach, weil er da, er wurde verstärkt. Der wurde ja verstärkt. Krieg ich den irgendwie noch in den Angriff mit wenigstens ein? Ja. Aber von da kann es auf nichts. Doch, auf den kann er zumindest einmal schießen. Dann ist er noch ein bisschen mehr angeschlagen. Müssen wir es positiv sehen. So, guck mal, den geht's dreckig, das ist gut. Genau, der Priester schleicht erst. Ah, er schleicht nicht weg, er haut zu. Also schießt mit irgendeiner Seuche. Deaktivieren Nahkampf, wie fies ist das denn? Haben sie dem großen Typ mit dem Hammer den Nahkampf weggenommen? Voll gemein. Das fand ich jetzt ein bisschen hart. Was mache ich denn jetzt mit dem Typen da hinten? Your command? It will be done. Ich bin raus? Nein. Den auch nicht. Den auch nicht. Das heißt, ich überlege noch. Sonst muss ich den da wegsprengen, dass er aufhört, hier die Unterdrückungsfeuer zu halten. Abwehrfeuer, wie auch immer. Ach, guck mal, hat dann. Ah, das ist ja cool. Alter. 10 plus 10. Dann ist er tot und unser Nahkämpfer kann loslegen. Ist in Ordnung. Da muss ich nutzen für die nächsten Flächenangriffe. Das ist. At your service. Unleash me. So. Und erstmal Leute loswerden, oder? Oh. Deaktivieren. Ah, Stab erstmal kaputt machen. Oh, nee, Arm abgeschlagen. Ihhh. So, jetzt aber. Erledigt. Okay. Wir haben erst den Arm abgeschlagen. So, und jetzt da wieder. Jetzt müssen wir hier rüber, ne? Nur diesen extrem schmalen Weg. Die mag ich nicht. Na. Na. Ja, so viele Viecher jetzt hier gleich, ne? So, alle zusammenziehen. Noch so eine komische Gruppe aufklären. Das ist voll Mist. Jetzt darf ich da. Also ich muss da hinten rum, ne? Ich kann nicht den schmalen Weg hier nehmen. Auch wenn die uns hier anscheinend entgegenkommen, das ist sehr nett von denen. Aber ich habe keine Ahnung, was ich mit denen hier machen soll.
Der stirbt dann, ne? Die haben die anderen zu weit weggezogen. Die können da alle nicht wirken. Okay, Leute. Alle nochmal wieder zurück. Wir gehen in Deckung. Lassen die noch einmal vielleicht rankommen. Und danach hauen wir die einfach alle weg. So viel Zeit muss sein. So, sollen die hier rüberkommen? Also du bist zu weit weg, ne? Scheiße. Für dich haben wir keine Deckung mehr. Falls da was durchläuft. Man weiß es ja nicht. So, da stehen die doch gleich gut für die Säule, würde ich sagen, oder? Ja gut, das ist ja egal. Dann kriege ich alle drei. Oh ja. Bäm. So, da. Das ist cool. Sowas ist cool. So. Oh, dann direkt nochmal. Ich mag diese Säule. Rems. Wo ist denn der Priester jetzt hin? Hat es ihn doch zerlegt? Ich lasse einfach schon mal vor. So, Brems. Ja, sind wir die Gruppe direkt losgeworden. Aber gut, bis auf den einen da. Aber was will der jetzt noch, ne? So, aber du... So, soll die Zeitbombe doch ruhig hochgehen? Wen juckt's? So, wir wissen, es läuft gut mit dem Nahkampf. Siehst du, so, der nächste erledigt. Also gehen wir jetzt am... Wir gehen also jetzt nicht mittig lang, wir gehen außen rum. Weil die sind jetzt von da nach da gelaufen. Also vielleicht bewegen die sich einfach nur hier im Kreis? Ich weiß es nicht. Können wir uns hier lang bewegen? Ja, hier, ne? Hier ist ein Laufweg. Okay, schaffen wir. Ja, mal gucken, ne? Also ich merke ja auch gerade, okay, die Nahkämpfer wissen, was sie tun. Ob das natürlich für lange Zeit gut geht, das weiß ich nicht. So, Blüte steigt 90. Also okay. Gehen wir nach oben? Und gehen wir hier oben lang? Ah, zu weit gelaufen, scheiße. Enemy sighted.
Das war zu weit gelaufen. Yes, Commander. Das heißt, wir müssen erstmal da hoch in Deckung gehen. Um danach dann schön mit Nahkampf die wegzubügeln. Wie viel haben wir bis jetzt im Nahkampf? 3 noch. Okay. Ja, das ist ja kein. Also 3 Stück, das ist auch kein Problem. Ich überlege gerade, ob ich mich da hinstellen will. Ah, ist halt der feste Typ mit der dicken Rüstung, ne? So, gehst du da auch in Deckung? Dann soll ich nochmal schießen. Hat alles keinen Sinn zu schießen. Das hat auch keinen Sinn. Was mache ich denn nun? Dann gönn dir 2 Rüstung. Ist besser als nichts. Und pass auf, was die Treppe hochkommt.